Was braucht man für ein richtig gutes Prügelspiel? Eine eingängige Steuerung, eine Handvoll kampfstarker Charaktere und einen spaßigen Mehrspielermodus. Barbarian erfüllt all diese Kriterien und motiviert vor allem durch den fesselnden, wenn auch nicht sonderlich innovativen Spielverlauf. Mit einem von 10 Kriegern prügeln sie sich durch 12 riesige Szenarien, in denen ihnen bis zu 8 Angreifer gleichzeitig ans Leder wollen. Die anwählbaren Kämpfer unterscheiden sich dabei nicht nur in ihrem Stil und in der Art ihrer Kombos, sondern garantieren auch für jeweils individuelle Abenteuer mit neuen Gegnern und storybezogenen Herausforderungen. Sie folgten den Red Crypts zu einem großen Ape, der offensichtlich das Resultat der Sorcery war. Though injured, it charged. Die Kämpfe selbst gehen sehr einfach von der Hand. Wenn Sie die beiden Schlagtasten in einer bestimmten Reihenfolge drücken, lösen Sie wirkungsvolle Kombos aus, welche beispielsweise die Bösewichter in die Luft schleudern oder deren Verteidigung durchbrechen. Zudem haben Sie bei aufgeladenem Magiebalken die Möglichkeit zu magischen Attacken. Die Rivalen können Sie darüber hinaus auch mit herumliegenden Fässern, Baumstämmen, Säulen und Steinen in die ewigen Jagdgründe befördern. Für jeden Sieg erhalten Sie Erfahrungspunkte, mit denen sich Fähigkeiten wie Kraft, Magie und Lebensenergie ausbauen lassen. Mit Ihrem hochgezüchteten Helden sollten Sie übrigens auch einen Abstecher in den Versus-Modus machen. Hier müssen Sie sich entweder im 1 gegen 1, allein gegen 3 oder im Team gegen 2 tobende Kämpfer durchsetzen. Prügelexperten werden sich vielleicht an dem simplen Kampfsystem stoßen, das gänzlich ohne jede Taktik auskommt. Die flüssige Hau-drauf-Action in stimmungsvollen, teils mehrstöckigen Arenen sorgt dennoch für schwitzige Finger am Pad.